Wie kann das passieren, dass man Meinungen von anderen höher wertet als die eigene und man so ganz das Gespür fürs eigene Leben verliert? Bleibt dran, wir schauen dahinter und zwar neurokreativ. Mit meiner Methode Neurodings stimme ich mich auf ein Thema, auf diese Frage ein und fokussiere mich drauf und zeichne beidhändig aus dem Unterbewussten Linien und lasse sie entstehen. Heute kollektiv zu der Frage Meinung anderer, eigene Meinung, wo bist du fremdbestimmt und wo bist du selbstbestimmt. Es kommen viele Leute zu mir, die sagen, ich will mein Leben zurück oder ich will mein Leben wiederfinden. Ein Zurück gibt es nicht mehr, wir leben im Jetzt, aber wir können als Menschheit wieder mehr leben. Die Frage ist, wie? Nämlich so, dass wir uns in uns selbst wohlfühlen, unabhängig davon, was im Außen passiert und uns präsentiert wird. Denn das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns innen wohlfühlen, damit wir Verständnis für andere aufbringen können und damit wir gemeinsam auf diesem Planeten eine schöne Zeit verbringen. Ganz eigenständig und ganz ohne, dass jemand anderer einem vorschreibt, wie man zu leben hat. Selbstbestimmung heißt, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Betonung auf selbst. Im nächsten Schritt entdecken wir Gestalten im Bild, die für uns eine Botschaft bereithalten. Genau für diese Fragestellung und für diese Zeitqualität. Hier als erstes kommt eine Figur zum Vorschein, ein Kopf mit Haaren. Und wenn man es dreht, das Bild, schaut der so nach rechts oder nach unten. Und er könnte aber auch nach links schauen, dieser Kopf, je nachdem, wie du das siehst. Dann entsteht hier eine Figur, die gemütlich sitzt. Und an dieser Stelle unten eine Hand mit einem Finger und dieser Finger zeigt auf diese sitzende Figur. Und zugehörig zum Finger eine Person mit dicker Knollennase, die in diese Richtung zeigt. Vielleicht hier noch Frisur. Damit das Bild harmonisiert wird und der Inhalt, der damit verbunden ist, setzen wir die Grundelemente ein von Neurodings. Das sind die Power Bubbles, die Rundungen, die Perlenketten und gestalten das Bild mit Farbe aus. Erster Hinweis im neurokreativen Bild, ein Kopf, der im Profil nach links schaut. Dreht man das Bild, entsteht ein Kopf, der nach unten blickt. Rechts eine sitzende Frauengestalt. Und von unten ein Zeigefinger, eine Hand, die auf den anderen zeigt. Links unten im Kopf im Profil, der nach rechts schaut. Die Deutung lautet daher, ein Mensch sieht in die Richtung des Fingers und wendet sich ab. Dieses Zeigen auf eine Person ist ein Symbol für Schuld. Ständig Schuldige suchen lenkt nur ab vom eigenen Problem. Vom eigenen Thema. Jemandem die Schuld geben, lässt einem im Opferstatus verharren. Man kann ja nichts tun. Daher die Botschaft des Bildes für uns, über das Thema Schuld zu meditieren und den Begriff Schuld vielleicht auszutauschen mit der Sichtweise von Ursache und Wirkung. Denn es hilft keinem Mitmenschen anzuprangern. Im Gegenteil, man verlegt den eigenen Fokus ganz auf andere und geht damit immer mehr in die Fremdbestimmung, ohne dass man es möchte. Selbstbestimmung heißt, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Etwas anderes ist ja auch gar nicht möglich. Und wenn im Außen viel los ist, übersieht man oft sich selbst und das Naheliegende.
Und das Schöne im neurokreativen Bild ist, dass immer wieder Gestalten auftauchen. Das war ganz zum Schluss vom Bild. Wenn du mal schaust, überhalb der Hand, also von dieser Person, die jemanden Schuld zuweist, erscheint ein Kopf mit einer gelben Mütze, der nach links schaut, der sich zwischen die zwei Personen stellt und ihm vielleicht Paroli bietet oder ihm vielleicht einmal gut zuredet, ihm Weisheit gibt, und ganz oben im Bild Schmetterling als Zeichen der Transformation. Daher bleib bei dir, fühle dich in dich hinein und mach dein Ding. Soweit die Information aus dem neurokreativen Bild zu dieser allgemeinen Fragestellung. Wenn du gerne zu einem persönlichen Thema eine neurokreative Analyse haben möchtest, melde dich gerne bei mir. Du findest die Kontaktdaten in der Infobox. Es gibt sogar das Angebot eines kostenfreien Speed-Neurodings, wo wir mal ganz rasch hineinschauen. Und natürlich gibt es ein individuelles Coaching, für das du dich entscheiden kannst, wenn du mehr in die Tiefe gehen möchtest. Bleib bei dir und mach dein Ding.